Meine Damen und Herren, wir können, glaube ich, beginnen. Es ist 15.30 Uhr. Ich möchte Sie ganz herzlich hier bei unserer nächsten Online-Veranstaltung begrüßen im Rahmen der Seminarreihe Festung Archiv. Unser Gast ist diesmal Herr Mariusz Olczak, Direktor des Archivs der Neuen Akten. Bevor wir unser Seminar anfangen, möchte ich ganz kurz alle daran erinnern, Sie können die Verdolmetschung hören ins Deutsche. Bitte klicken Sie einfach unten auf dem Streifen German oder Deutsch, je nachdem, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Ich möchte auch gleich ankündigen, Sie werden Fragen unseren Referenten stellen können. Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat und wir werden dann zum Schluss unseres Webinars diese Fragen beantworten. Meine Damen und Herren, heute sprechen wir über das Archiv der Neuen Akten. Dieses Archiv ist eins der drei polnischen zentralen Staatsarchive. Es wurde mit dem Gesetzesdekret des polnischen Staates Józef Piłsudski vom 7. Februar 1919 ins Leben gerufen. Das Archiv der Neuen Akten befasst sich vor allem damit, die Unterlagen und Akten der zentralen staatlichen Behörden und Institutionen zusammen aufzubewahren. Das Archiv besitzt viele wertvolle Materialien über den Zweiten Weltkrieg, welche Schätze die Bestände des Archivs der Neuen Akten verbergen und was man daraus erforschen kann, wird der Archivdirektor Herr Mariusz Olczak erzählen. Herr Olczak studierte Geschichte an der Universität Breslau. Seit fast 25 Jahren ist er beruflich mit dem Archiv der Neuen Akten verbunden. Seit August 2016 war er stellvertretender Direktor des Archivs, zuständig für wissenschaftliche Informationen, Bereitstellung von Archivgut und Gemeinschaftsarchive. Er ist auch Autor und Co-Autor mehrerer Bücher über die Geschichte des polnischen Untergrundstaates sowie Niederschlesiens. Und seit September 2020 leitet Herr Olczak das Archiv der Neuen Akten. Ich möchte jetzt das nicht in die Länge ziehen mit der Vorstellung. Herr Direktor, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, in der Seminarreihe über Archive teilnehmen zu können. Wir sind zwar keine Festung-Archiv und wir sehen unsere Archivarbeit etwas anders. Wir sind, wie gesagt, keine Festung, die belagert werden muss und die besiegt werden muss. Ich möchte gleich vorab sagen, dass nach dem Fall des Kommunismus Archive frei zugänglich sind. Wir sind offen als Archiv. Wir versuchen, unser Archivcode zur Verfügung zu stellen, entsprechend abzusichern. Das Archiv der Neuen Akten ist eins der drei polnischen zentralen Staatsarchive. Unser Archiv befasst sich mit der Sammlung, Aufbewahrung von verschiedenen Archivcode. Wir sind wie jedes Archiv. Wir haben ähnliche Aufgaben, aber im Unterschied zu den lokalen Archiven befassen wir uns mit dem Archivcode, das sich in den staatlichen Behörden angesammelt hat. Heute möchte ich vor allem über die Quellen zum Zweiten Weltkrieg im Archiv der Neuen Akten sprechen. Ich werde mich bemühen, Ihnen diese Quellen so verdaulich wie möglich jetzt vorzustellen. Ich möchte Sie nicht mit allzu vielen Daten überfluten. Diese Daten können Sie auch an verschiedenen Stellen finden. Ich möchte auch gleich vorab sagen, dass wir jetzt eine ganz andere Zeit haben. Die Zeiten der
alten Archivare sind vorbei. 1995, gleich nach meinem Studium an der Universität Breslau, habe ich meine Arbeit im Archiv begonnen und ich lerne die ganze Zeit den Archivbestand kennen. In der Zwischenzeit gibt es jedoch viele neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit neuen IT-Lösungen, im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Das macht es möglich, auf viel einfachere Art und Weise die Bestände kennenzulernen. Das heißt, die Archivare, die lange Jahre die einzigen waren, die wussten, wo was zu finden ist im Archiv, die Zeiten sind vorbei. Ich möchte, dass Sie mich jetzt richtig verstehen. Wenn man gute Datenbanken zur Verfügung hatte, wenn man ein gutes integriertes Informationssystem zur Verfügung hatte oder ein gutes Webportal, da kann man sehr effektiv arbeiten. Auch ein junger Archivar ist imstande, eine Anfrage zu beantworten. Und vor über 20 Jahren war das nur möglich mit Papierfindbüchern oder Papierfindmitteln. Das heißt, es gibt jetzt einen ganz anderen Zugang zu den Fundbüchern. Es ist viel einfacher zu recherchieren. Und was das Archiv der neuen Akten anbetrifft, ist das von Bedeutung. Wir sind zwar nicht das größte europäische Archiv, aber wir haben über 36 Kilometer, laufende Kilometer von Unterlagen und über 3000 archivische Bestandsgruppen. Und das ist eine große Quelle, eine große Informationsquelle, Quellen zum Zweiten Weltkrieg, mit denen ich mich heute befassen möchte, sind sehr umfangreich. Ich habe nur 60 Minuten zur Verfügung heute, um Ihnen das vorzustellen. Das heißt, es ist unmöglich, während dieser 60 Minuten das Thema voll auszuschöpfen. Aber ich werde versuchen, Ihnen einiges zu zeigen, wie Sie unseren Archivbestand effektiv nutzen können. Ich werde darauf hinweisen, was sich geändert hat in den letzten Jahren. Wenn ich mit Forscherinnen und Forschern spreche, dann muss ich sagen, es gibt einen sehr, sehr schnellen Fortschritt, was die Findbücher anbetrifft. Wenn jemand vor 5 Jahren zum Beispiel bei uns recherchiert hat, da stellt er jetzt Unterschiede fest. Ich werde noch darüber sprechen, aber zurück zur Geschichte gleich am Anfang. Die Geschichte des Archivs ist auch von größter Bedeutung, was die Quellen zum Zweiten Weltkrieg anbetrifft. Der Zweite Weltkrieg war eine Katastrophe für das Archiv der neuen Akten, aber nicht nur für uns, auch für die Nationalbibliothek, für das Zentralarchiv für historische Aufzeichnungen, AGAD. Unsere Archivbestände sind jetzt nur ein Bruchteil von dem, was vor dem Krieg vorhanden war. Nur 3% der Ressourcen sind nach dem Kriegsbrand gerettet worden. Das erste Gebäude, Archivgebäude, befand sich in der Rakowiecka-Straße und am 11. November 1944 wurden die Archivbestände niedergebrannt. Das war eine gezielte Handlung der deutschen Truppen. Das war kein Zufall. Das, was wir retten konnten, ist weiterhin in dem Bestand des Archivs der neuen Akten. Aber das ist nur ein Bruchteil, der im April 1944 gerettet werden konnte. Wir haben die Archive, einen Teil des Archivs evakuieren können. Im Generalgouvernement gab es ein Archiv unter der deutschen Besatzung. Die Akten wurden in
nach Fort Sokolnicki im Stadtteil Żoliborz gebracht. Ein Bruchteil des Archivs wurde auch nach Częstochowa gebracht. Dort konnten die Archive bis Kriegsende aufbewahrt werden und später sind sie nach Warschau zurückgekehrt. Die Dokumente wie zum Beispiel des Staatsrates, des Staatschefs wurden gerettet werden. Ein Teil der Dokumente des polnischen Parlaments, des polnischen Innenministeriums, des Schatzministeriums, des Justizministeriums. Diese Dokumente konnten gerettet werden dank der Evakuierung. Und hätte die Evakuierung nicht stattgefunden, wären wir nicht imstande, diese wichtigsten Unterlagen für den polnischen Staat nicht haben. Aber wir haben sehr wertvolle Archivbestände verloren. Das Archiv der Neuen Akten wurde auch mit der Zeit an verschiedene Orte verlegt. Wie ich eben gesagt habe, der erste Sitz war in der Rakowiecka Straße in Warschau. Die Archivteile wurden dann verlegt in die Hankiewicza Straße in den 50er Jahren. Hier sind wir heute. Aber erst nach einiger Zeit konnten wir das volle Gebäude dem Archiv der Neuen Akten widmen. Vorher war hier die Nationalbibliothek. Das ist sehr wichtig, denn in dem Gebäude in der Hankiewicza Straße haben wir die Quellen zum Zweiten Weltkrieg. Die polnischen und ausländischen Forscherinnen und Forscher müssen sich zu uns begeben, wenn sie keine andere Möglichkeit haben. Also wenn sie nicht die digitalen Quellen nutzen wollen über das Webportal Szukaj w Archiwach, also Suche in den Archiven, oder wenn sie nicht die Möglichkeit haben, Mikrofilme anzuordnen. Wenn es um die Quellen zum Zweiten Weltkrieg geht, da haben wir, wie gesagt, 36 laufende Kilometer Archivgut. Und wir haben in unserer Datenbank auch Bestandsgruppen ausgesondert, die chronologisch und die Unterlagen zeigen. Das sind insgesamt ca. 8 laufende Kilometer. In unseren Bestandsgruppen gibt es ungefähr 8 Gruppen, die sich auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. Und hier kann ich Sie auf einige Bestandsgruppen von Unterlagen hinweisen, die wichtig sind für den Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich hier um Bestandsgruppen, die schon direkt während des Zweiten Weltkrieges entstanden sind. Das sind Unterlagen, Akten der verschiedenen Behörden, zum Beispiel Akten des Gouverneurs, anderer Besatzungsbehörden. Und also einerseits haben wir Unterlagen und Akten der deutschen Besatzungsbehörde und andererseits haben wir Dokumente der polnischen Exilregierung. Wir hatten ja eine polnische Exilregierung während des Krieges und wir haben auch Dokumente der polnischen Behörden, die noch im Generalgouvernement funktionierten, der polnischen Ämter besser gesagt, aber das waren Ämter, die unter deutscher Besatzung funktionierten. Was hier noch wichtig ist, also das Generalgouvernement, das Reichsgauwartheland, wir haben noch verschiedene Bestandsgruppen, die Soldaten betreffen, die zum Beispiel die Strukturen des polnischen Untergrundstaates betreffen. Es handelt sich hier ebenfalls um sehr zahlreiche Dokumente. Ich werde versuchen, während meines Vortrages Sie noch etwas detaillierter zu erwähnen. Natürlich kann ich nicht alle erwähnen, dafür würde die Zeit nicht reichen. Aber es sind sehr wichtige Bestandsgruppen in unserem Archiv.
So, die Nachkriegszeit. Wir haben auch sehr wichtige Dokumente aus der Nachkriegszeit, denn in Polen befassten sich in den Nachkriegsjahren verschiedene Institutionen, Regierungsbehörden mit den Dokumenten, die während des Zweiten Weltkriegs noch geschaffen worden sind. Also wir haben hier zahlreiche Unterlagen. Eine sehr wichtige Bestandsgruppe, das sind verschiedene Archive der Vereine, der Stiftungen, die sich mit diesem Thema befassten. Das heißt, es waren nicht, keine Regierungsdokumente, sondern Archive. Die Archive haben nach 1945 verschiedene Dokumente gesammelt, die in ihrem Interessenbereich waren. Wenn Sie unsere Bestände analysieren, dann achten Sie bitte auf die Nummerierung. Ich weiß, dass viele Archivarinnen und Archivare an dieser Sitzung jetzt teilnehmen. Also wenn Sie sich für die Nummerierung unserer Bestände anbetreffen, schauen Sie bitte im Webportal Szukaj w Archiwach, Suche in den Archiven, da können Sie anhand der Nummer bereits die Geschichte der Bestandsgruppe ablesen. Wenn Sie zum Beispiel 1300 oder 1400 haben, dann können Sie sofort daraus den Schluss ziehen, dass diese Bestandsgruppe mit dem Zentralkomitee der PVAP, der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei zusammenhängt. Es handelt sich also um sehr wichtige Bestandsgruppen, die sich auch auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. Die Nummern über 2000 und höher, das sind Bestandsgruppen, die in den letzten 10, 20 Jahren überliefert worden sind. Unter anderem im Rahmen eines Programms, das von der Aktiven der neuen Akten geführt wurde. Das heißt, es handelt sich um Nachlass von Privatpersonen und von Kombatantenorganisationen und so weiter. Die Nummern 500, 600, das sind Nummern, die jetzt sich auf verschiedene Institutionen beziehen, verschiedene Behörden, die Personalakten gesammelt haben. Das heißt, das sind Behörden, die Personalakten aus dem Zweiten Weltkrieg zur Verfügung gestellt haben und überliefert haben. Aber wenn Sie etwas mehr darüber erfahren wollen, dann möchte ich Sie dazu anregen, die Beschreibungen zu den einzelnen Bestandgruppen im Webportal Szukaj w Archiwach einzusehen. Wir arbeiten die ganze Zeit daran, das alles zu erweitern, auch mehr gescannte Dokumente zur Verfügung zu stellen. Sie wissen, das ist ein Problem in der ganzen Welt. Die Anzahl der Digitalisate ist nicht so groß, wie wir es uns wünschen würden. Aber die Situation verbessert sich und ich bin optimistisch. Die wichtigsten Bestandsgruppen, die angefordert werden, wir bemühen uns, dass sie wirklich auch online zur Verfügung stehen. Und hier möchte ich auf eine Liste zugreifen, gerade im Fall von unserem Archiv für neue Akten. Also das kann man nicht auswendig kennen, weil diese schon so ausgebaut ist, außer von den Beständen, die wir finden können auf dem Portal Szukaj w Archiwach, die den Zweiten Weltkrieg betreffen. Wir sehen können hier Drucke, Flugblätter finden aus dem Zweiten Weltkrieg, Sammlungen von Kazimierz Sosnkowski, die Akten. Das Ministerium für Wiederaufbau der polnischen Regierung, Ministerium für Kongressarbeiten, Sammlungen,
Das ist also Untergrundflugblätter und da sind 50.000 Scans schon gemacht worden und Untergrundliteratur, das ist alles zugänglich auf den Seiten vom Shukai-Archiver. Ja, ich werde Ihnen also, wie gesagt, die Liste jetzt nicht lesen. Schauen Sie sich einfach mal diese Webseite an. Natürlich. Offen gesagt, das ist aber ein Bruchteil dessen, was Sie im Archiv selbst der neuen Akten finden können. So, jetzt im Fall der anderen Bestände, aus denen, die ich genannt habe, finden Sie auch die Unterlagen der deutschen Besatzerverwaltung und das können Sie auch auf dem Portal Shukai-Archiva finden. Und verschiedene Dokumententypen, Quellen, die den Zweiten Weltkrieg betreffen, die man wirklich nutzen kann. In der Pandemie haben wir diese Quellen auch ein Verzeichnis und ein Index in digitaler Form erarbeitet und auch ein Index für die alexandrischen Mikrofilme, die in unseren Beständen zur Verfügung stehen. Und diese werden leider selten genutzt, weil, wie Sie wissen, also deutsche Quellen, um diese zu nutzen, muss man nicht nur die deutsche Sprache kennen, sondern auch die Kryptonyme, die Art und Weise, wie in den Wehrmachtstrukturen die Akten entsprechend registriert worden sind, wie auch manche, also die in gotischer Schrift verfasst worden sind, also wenige verfügen heutzutage über diese Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz kann man all diese Unterlagen bei uns erhalten in dem Archiv der neuen Akten. Wir haben auch eine Gruppe von Mikrofilmen und auf dem Portal, die betreffen natürlich den Zweiten Weltkrieg, auf dem Portal stehen sie zur Verfügung in Form von Scans. Das sind Mikrofilme aus dem Hoover-Institut, von der Stanford-Universität und in Kalifornien. Und da finden Sie wirklich Bestände, Sammlungen. Einerseits Ministerpräsident Mikołajczyks Dokumente, anders betreffende Dokumente, wie auch verschiedene Organisationen, die auf dem Gebiet von Nordamerika agierten, auch Kolbeinski-Pomjanskis Sammlungen. Das ist eine recht große Sammlung von Scans, die jetzt im Hoover-Institut sind und über das Portal, also Shukai-Archiva, können Sie darauf zugreifen. Mikrofilme, die ich Ihnen empfehlen würde, die auch in unserem Archiv für neue Akten ist. Das ist also eine Sammlung, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, 20, 30 Jahren in unsere Sammlung kommt. Die waren verbunden mit verschiedenen Ausstellungen, Bildungsaktionen, also die in Archiven ausländischer oder polnischer Archive gestellt worden sind und aus wurden Mikrofilme gemacht und diese Mikrofilme können Sie hier vor Ort auch in Anspruch nehmen, wenn die Akten nicht verfügbar sind. Auch das aus Vilnius, das Bernardinske Archiv, Anfang der 90er Jahre, als in Vilnius dieses Archiv entdeckt worden ist, hat uns die litauische Seite die Unterlagen zur Verfügung gestellt in Form von Mikrofilmen.
In den Mikrofilmen können Sie auch diejenigen ausleihen, diese Bestände ausleihen, die vorher in dem Archiv des Zentralkomitees waren. Also das ist die Delegatur der polnischen Regierung und der Heimatarmee. Unterlagen, die Sie betreffen, Ihre Dokumente. Und diese Kopien gibt es auch im Museum von Stutthof oder im Jüdischen Historischen Institut. Da gibt es also Kopien in Mikrofilmen, sehen Sie die Dokumente. Diese Kopien und diese Mikrofilme wurden in den 70er oder 80er Jahren angefertigt. Und wenn es um die Vorstellung der Bestände geht aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges auf dem Portal Schuppei-Archiva oder in Form von Mikrofilmen, da kann ich Ihnen wirklich empfehlen, sich dagegen zu lassen beim Besuchen, weil es gibt so viel Zugang für Quellen, da muss man wirklich sehr genau recherchieren. Man muss sich dann ein entsprechendes Bild der Quellen bauen, um überhaupt die Recherchen zu beginnen. Also bestellen Sie bestimmt nicht den ersten Bestand, den Sie finden, zum Thema, mit dem Sie sich befassen, sondern ich würde eher empfehlen, erstmal ganz, also die Bestände erstmal kennenzulernen und ja, Schritt für Schritt durchblättern. Also ein Tag müsste reichen, wenigstens die Titel der einzigen Bestände in unserem Archiv sich anzuschauen reichen. Suchmaschine ist sehr nützlich, aber als Historiker würde ich Ihnen doch empfehlen, erstmal sich ein ganzheitliches Bild über die Bestände des Archivs zu machen und dann erst weiterzugehen. Jetzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf etwas Besonderes lenken. Wenn es um den Umfang und Inhalte geht, also Bestände, die halt mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden sind, wenn ich davon ausgehen würde, dass ich vor Ihnen prahlen möchte über die Bestände, da würde ich den Kopf nach unten neigen und ich würde eine halbe Stunde lang Ihnen einfach nur die Titel der einzelnen Sammlungen lesen, die wichtige Quellen, Forschungsquellen für dieses Thema sind. Also da würden wir wahrscheinlich nur mit der Dolmetscherin hier bleiben. Sogar die Frau Paulina würde uns wegrennen, wenn ich das so machen würde. Ja, ich möchte Sie deshalb hinweisen auf die wichtigsten Teile unserer Bestände. So, lassen Sie mich kurz auf die Archive, auf die Unterlagen, die uns von der deutschen Besatzungsbehörde überliefert worden ist, zurückkommen. Die Bestandsgruppe 1335, da finden Sie sehr viele Unterlagen aus dem Generalgouvernement. Das heißt, Sie finden dort Unterlagen zum Beispiel aus dem Distrikt Krakau, Distrikt Warschau. Sie finden Dokumente der einzelnen Distrikte, der einzelnen Behörden in den Distrikten, der Regierung des Generalgouvernements. Also wenn Sie nach Daten aus diesem Quellenbereich suchen, dann ist das wirklich eine sehr gute Bestandsgruppe. Sie finden zum Beispiel auch Karteien von Angestellten deutscher Staatsangehörigen im Distrikt Warschau, im Distrikt Lublin. Wir haben auch Unterlagen der einzelnen Abteilungen im Distrikt. Sie können die einzelnen Bestandteile der Bestandsgruppe im
Internet recherchieren, im Webportal Shukaiv Archivach. In der Bestandsgruppe finden Sie auch Wirtschaftsberichte, Finanzberichte der einzelnen Abteilungen, Berichte zu der Gegenstandsbewegung, der Schriftverkehr zwischen den einzelnen Angestellten und Beamten im Distrikt. Es gibt auch Dokumente zur NSDAP im Generalgouvernement, verschiedene Bulletins, die von Frank ausgegeben worden sind oder von den Vorstehern der einzelnen Distrikte. Das heißt, wenn jemand die deutsche Verwaltung, die Geschichte der deutschen Verwaltung erforscht, dann ist das eine sehr wichtige Quelle. Die deutschen Besatzungsbehörden und ihre Unterlagen befinden sich nicht in einem Archiv, denn einen Teil dieser Unterlagen finden Sie im Institut für Nationales Gedenken, genauso wie die alexandrinische Mikrofilme. Sie befinden sich auch in einigen Institutionen, nicht in einer Institution. Aber das ist das allgemeine Problem, dass eben die Unterlagen zersplittert sind. Wir haben auch in unseren Akten verschiedene Akten aus den einzelnen Ämtern des Generalgouvernements, die dem Generalgouverneur unterstellt waren. Aber was die laufenden Meter anbetrifft, ist das viel weniger. Also es lohnt sich nicht so sehr, hier mehr Zeit diesem Thema zu widmen. Was jetzt die andere Seite anbetrifft, aber wir sind immer noch im Zweiten Weltkrieg und im Generalgouvernement. Das Archiv der neuen Akten ist ein wichtiges Archiv, weil wir in unserem Archiv sehr viele Unterlagen der Untergrundorganisationen haben. Wir haben die größte Sammlung der polnischen Untergrundorganisationen. Bis 1991 hatten wir im Archiv der neuen Akten überhaupt keine Unterlagen der Untergrundorganisationen, die sich auf den Zweiten Weltkrieg beziehen würden. Heutzutage haben wir die meisten Unterlagen aus dem Zweiten Weltkrieg in unseren Beständen. Dies ist dem zu verdanken, dass die Archive des Zentralkomitees der PVAP über diese Unterlagen verfügten. Das waren zum Beispiel Archive der Heimatarmee, die uns überliefert worden sind. Andererseits haben wir in unserer Sammlung wirklich sehr viele Unterlagen, weil seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wir sehr intensiv mit den Kombattanten zusammengearbeitet haben, mit den Organisationen, die Kombattanten vereinigen. Das heißt, ungefähr 50% unseres Archivguts, das ist das Archivgut, das uns überliefert wurde von dem Zentralkomitee der PVAP, und 50%, das sind Überlieferungen der letzten Jahre. Bitte beachten Sie, dass das zentrale Archiv der PVAP und die Abteilung für die Geschichte der PVAP sehr die Geschichte und der Partei und der kommunistischen Strukturen dokumentierten. Zum Beispiel haben wir einen Archivbestand Volksarmee, Armia Ludowa. Diese Bestandsgruppe wurde auch sehr detailliert bearbeitet. Wir haben auch Berichte der Arbeiterbewegungen, verschiedener Parteien, der Volksgarde, der Volksarmee, wie gesagt. Wir haben wirklich komplette Berichte. Wir haben sozusagen sogar noch mehr als 100%, zum Beispiel der polnische Warschauer Friedhof Pawłowski. Szukać, bo nie mieli te struktury.
war eine sehr interessante Quelle, denn die Kommunisten haben versucht, dort viele Gräber zu finden, weil die kommunistische Propaganda einfach darauf hinweisen wollte, dass die Volksgarde und die Volksarmee sich sehr an den Kämpfen beteiligt haben. In der Tat handelte es sich nicht um Gräber Gefallenen aus diesen Truppen, sondern es waren Gefallene aus der Heimatarmee. Also man muss auf jeden Fall beachten, dass im Zentralkomitee der PVAP die Beschreibung der Akten nicht immer präzise war. Wenn Sie in den Bestandsgruppen recherchieren, die sich auf den Untergrundstaat befassen, da finden Sie in den Beschreibungen der PVAP-Mitarbeiter wirklich sehr allgemeine Informationen, denn die Mitarbeiter des PVAP-Archivs kannten sich nicht gut aus in den Kryptonymen. Sie konnten die Decknamen nicht richtig dechiffrieren. Und zum Beispiel, wir finden Unterlagen aus Radom in der zweiten Abteilung, das heißt, es kommt manchmal zur Vermischung von Unterlagen, von einzelnen Teilen der polnischen Untergrundkräfte. Wir haben es uns überlegt, was wir damit jetzt tun. Das sind die Archivsignaturen 203, 202. Die Archivisten, die sich damit befassen, die Archivare, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Das sind Informationen, die gesammelt wurden vom Zentralkomitee der PVAP. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass man bei dem bleibt, was war. Wir werden nichts ändern. Das heißt, die Archivsignaturen haben wir im Original belassen, so wie vor über 50 Jahren das der Fall war. Die einzigen geänderten Signaturen betreffen in den Bestand von Kazimierz Sosnkowski. Das Institut Wanda Wasilewska Institut hat neue Signaturen diesem Archivgut gegeben und das hat zu einem Chaos geführt. Denn die Forscherinnen und Forscher dieser Zeit wissen schon, dass die alten Archivsignaturen, die sogenannten WIH-Signaturen, sehr viel Informationen geben. Man kann dann die einzelnen Unterlagen der gegebenen Kampfgruppe zuschreiben. Also mein Rat lautet, schauen Sie sich auch die Archivalien-Einheiten genauer an, weil sie manchmal auf Überraschungen stoßen werden. Wenn es jetzt um die einzelnen Untergrundorganisationen geht, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, gab es sehr viele Untergrundorganisationen. Die meisten Strukturen wurden während des Zweiten Weltkriegs in den besetzten Gebieten gegründet und befassen sich dadurch im Archiv der neuen Akten. Wir haben auch Bestände, zum Beispiel Gryf Pomorski oder Miecz i Pług. Wir haben auch die Konspirationspresse, die Untergrundpresse, eine reiche Sammlung der Presse der Aufständischen, denn solche Presse erschien ebenfalls. Das waren verschiedene Periodika. Wie ich bereits gesagt habe, Quellen zum Zweiten Weltkrieg gibt es viele im Archiv der neuen Akten. Diese Bestandsgruppen werden mit der Zeit ergänzt. Wir haben auch eine große Bestandsgruppe über
Untergrundsoldaten und Aktivisten im Untergrund, auch zu Aktivisten der Exilregierung, die mit der Exilregierung verbunden waren. Wir haben diese Unterlagen in den letzten Jahren bearbeitet und erschlossen. Ich denke, dass in unserem Archiv die meisten Unterlagen, das meiste Archivgut zum Zweiten Weltkrieg in den polnischen, unter den polnischen Archiven vorhanden ist. Ich glaube, bei uns sind wirklich die meisten Quellen zum Zweiten Weltkrieg in Polen vorhanden. Wir haben eine Dokumentation über die wichtigsten Funktionäre wie Stefan Rowetzki, Bur Komorowski, Tadeusz Pełczyński. Wir haben auch Unterlagen zu Soldaten, zu einzelnen Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich mit der Dokumentation befasst haben. Also sie haben die Rolle der Archivare gespielt und das Schriftgut der einzelnen Kampfgruppen gesammelt. Ich denke hier zum Beispiel an Janusz Zawodny, Bogdan Byczkowski, an Urszula Katarzyńska. Ich könnte hier sehr, sehr viele Namen nennen, zu denen wir einzelne Bestandsgruppen gebildet haben. Und in den Bestandsgruppen zu einzelnen Personen finden Sie Informationen über die Biografie, also Biogramme und Informationen zur Tätigkeit der Person während des Zweiten Weltkriegs. Ich würde Ihnen empfehlen, das wirklich mit einem sehr aufmerksamen Auge zu erforschen, denn gerade was die Soldaten des zweiten oder dritten Rangs anbetrifft, da finden Sie Namen in unserem Archiv, wo Sie wirklich gar nichts mit dem Namen assoziieren. Also manchmal handelt es sich um einen unbekannten Namen, aber hinter diesem unbekannten Namen stecken sehr wichtige Dokumente, denn Soldaten niedrigeren Ranges hatten zum Beispiel Zugang zu Unterlagen der Kommandeure, der Oberbefehlshaber. So war es zum Beispiel in der mit der Leiterin des Warschauer Bezirkes, Stefania Arupnik. Sie hat eine wichtige Funktion ausgeübt und sie konnte die Unterlagen des Kommandeurs des Distrikts Warschau sichern. Manchmal war es auch so, dass die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Sekretariats verschiedene Unterlagen gesichert haben. Nach dem Krieg oder nach gewisser Zeit, nach ihrer Arbeit im Sekretariat, sammelten die Sekretariatsbeschäftigten verschiedene Unterlagen und sie haben sie auch an uns überliefert. Also hier kann ich noch lange darüber sprechen, aber noch andere interessante Bestandsgruppen. Jan Jentarski, General Franciszek Kamiński. Aus München haben wir das Archiv von Tadeusz Kciuk nach Warschau gebracht. Andrzej Pomian, Władysław Liniarski, Kommandeur des Bezirks Białystok, Kathleen Szymlej, Stanisław Błaszczak-Ruk. Das sind Unterlagen, die wir aus den USA nach Warschau gebracht haben. Jan Rostmann, Aleksander Konicki, Aleksandr Bausa, weitere wichtige Personen aus der zweiten Kommandatur der Heimatarmee, Piotr Sanojca. Das sind nur einige Namen, die ich Ihnen hier nennen wollte. Ich möchte Sie dazu anregen,
weitere Recherchen auf dem Webportal Shukaif Archivach durchzuführen. Und Sie finden auch wertvolle Informationen auf unserer Internetseite. Vergessen Sie auch nicht Institutionen und Einrichtungen, die Dokumente gesammelt haben zu den kommunistischen Zeiten. Zum Beispiel haben wir ein sehr wichtiges Archiv, das Professor Strzembosz uns überliefert hat mit seinem Nachlass. Wir haben das Archiv zum Zweiten Weltkrieg der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Diese Sammlung wurde über ungefähr 50 Jahre lang in der Altstadt gesammelt. Das sind in Unterlagen zu Aleksander Geisztor, zu Władysław Bartoszewski, zu Professor Strzembosz. In diesem Schriftgut finden Sie auch Archivgut von verschiedenen Personen, die mit dem Historischen Institut zusammengearbeitet haben. Es handelt sich um ca. 10.000 Seiten Originaldokumente aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die in Konspiration entstanden sind. Wir haben zum Beispiel Originaldokumente zur Kapitulation des Warschauer Aufstandes von Alwin Storczyński. Und das finden Sie unter dem polnischen Namen Abteilung des Zweiten Weltkriegs, Zakład II Wojny Światowej. Sehr viele Informationen zur Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Marek Göttner war derjenige, der sehr viele wertvolle Quellen zum Zweiten Weltkrieg gesammelt hatte. Auf jeden Fall lohnt es sich, diese Bestandsgruppe sich näher anzuschauen. Wir haben auch Sammlungen von verschiedenen Organisationen, zum Beispiel des Weltverbandes der Soldaten der Heimatarmee. Das sind 80 Kilometer von Dokumenten aus Polen, aus der ganzen Welt, aus den USA. Sie finden dort Fotos, Sie finden dort Berichte, wirklich unterschiedliche Dokumente, die in Sydney, in Buenos Aires entstanden sind. Dort, wo polnische ehemalige Soldaten sich niedergelassen haben. Eine weitere interessante Dokumentengruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist eine sehr umfangreiche Gruppe aus den Archiven der Regierungsbehörden, der Vereine, der Stiftungen. Eine sehr interessante Bestandsgruppe mit vielen Informationen. Ist das Archivgut der Deutsch-Polnischen Stiftung für Versöhnung aus Warschau. Das ist auch sehr nützlich für Personen, die zum Beispiel nach der Geschichte ihrer Ahnen suchen, die mehr über ihre Familien erfahren wollen, über die Zwangsarbeit in Deutschland. Wir haben 1.350.000 Archivalieneinheiten. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Unterlagen zum Zweiten Weltkrieg. Zu dieser Bestandsgruppe haben wir auch einen sehr guten Index, ein sehr gutes Findmittel. Das ist sehr hilfreich bei den alltäglichen Recherchen. Jeden Tag bekomme ich Anfragen zu dieser Struktur. PRL-u i w samym Archiwum Komitetu Centralnego takie, tu polecam uwadze historyków szczególnie, takie zespoły jak na przykład zbiór materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich w Polsce, prawda, czy zespół 1349 Dzienniki, Kroniki, Pamiętniki i też na Szukaj w archiwach Państwo się dowiecie więcej, co zawiera, czy na przykład zbiory
obozy wojskowe zbiór akt, czy obozy koncentracyjne zbiór akt. To też wszystko zespoły o numeracji 1300, czy też polityczne ugrupowania w kraju w okresie okupacji. Na jakimś tam etapie w Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego ktoś podjął decyzję, żeby pewne grupy pojedynczych czy mniejszej ilości dokumentów grupować w tego typu właśnie zbiory. Spośród takich zespołów, które w nazwie mogą nie mieć tropu prowadzącego do okresu II wojny światowej, na pewno polecam Państwu zespół, który nie tak dawno stosunkowo skończyliśmy opracowywać, Towarzystwo Pamiętnikarstwa Polskiego w Warszawie. I też zespół, który powstawał przez lata na kanwie działalności Towarzystwa Pamiętnikarstwa Polskiego. Kto z Państwa ma więcej lat niż ja, to na pewno się z tym spotkał. Wydawane periodyki, bardzo aktywna działalność. Polacy przez lata przysyłali do tego towarzystwa swoje oryginalne wspomnienia, pamiętniki i tak dalej. Natomiast myśmy to przy pomocy też karty uratowali od zniszczenia, bo to skończyło przez zupełnie przypadek nie zostało zniszczone. W każdym razie jest w archiwum, to też jest kopalnia wiedzy na tematy związane z II wojną światową. Podobnie z dokumentacją dotyczącą śledztwa katyńskiego, zespół 2535, to są te kserokopie, które ze strony Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej myśmy otrzymali. Czyli olbrzymi zbiór tego, co udało się zeskanować. Też polecam zespoły związane z tematyką żydowską, czyli między innymi Komitet dla Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów. Zbiór, który powstał na kanwie działalności tego komitetu. Czy też sprawy związane z pomocą obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego przez różnego rodzaju placówki dyplomatyczne. Myśmy dzisiaj na stronie Archiwum Akt Nowych internetowej, jak ktoś z Państwa jest przed komputerem, to proszę wpisać www.angov.pl. Znajdziecie Państwo tam umieszczone online depesze z Poselstwa Rzeczpospolitej w Bernie, skany tych depesz, które dotyczą między innymi spraw związanych z działalnością tak zwanej grupy Ładosia, temat znany, ale też pokazujący ten szczyt góry lodowej tego, co w zasobie archiwum jest z poszczególnych naszych placówek dyplomatycznych. W temacie zarówno tego, co się działo w okresie II wojny światowej, tak jak i pomocy obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego, o czym najlepiej też oprócz poselstwa w Bernie świadczą nasze placówki na terenie Francji, czy to w Marsylii, czy w Lyonie, czy w Nicei. I powtarza się to w placówkach takich jak chociażby Buenos Aires czy na terenie Hiszpanii, Portugalii. Są to na pewno bogate zbiory źródeł. W ciągu najbliższych miesięcy mogą się Państwo spodziewać, że znajdą się na Szukaj w archiwach placówki nasze dyplomatyczne, między innymi z ambasady RP w Paryżu, konsulat RP w Marsylii, w Kłajpedzie. Vertretungen, also in Kłajpeda, das Konsultat in Hamburg, Berlin. Szereg innych placówek. Und ich empfehle auch also im Hoover Institut Tod und die Mikrofilme, die das vom Außenministerium, aber auch Botschaften, Vertretungen, polnische Auslandsvertretungen in der Tschechoslowakei, aber auch viele andere polnische Auslandsvertretungen, auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, verschiedene
Maßnahmen, Aktionen, die durchgeführt wurden zur Rettung jüdischer, also polnischer Staatsbürger, jüdischer Herren. Wirklich, ich glaube, hier können wir jeden Wissenschaftler zufriedenstellen. Also, Archiv, also Festung, Archiv sollte man nur als Festung sehen, in dem Behüten dieser Bestände, aber nicht in der Zurverfügungstellung der Unterlagen und der Quellenmaterials der Bestandsgruppen. Ich hoffe, dass Sie da nur gute Erinnerungen haben werden, dass Sie diese auch nutzen können und dass sie dieses auch wohlwollend machen. Also wir helfen auch den Forschern, die von außerhalb von Warschau sind. Wir haben ein Limit von 15 Akten, also die man bei uns ausleihen kann, Aktenmappen und es gibt natürlich Beschränkungen. Also ich glaube, hier sind wir relativ großzügig auf jeden Fall. Also es ist für uns wichtig, dass diese Aktenmappen doch zurückkehren in unsere Bestände und nach schnellem Fotografieren der einzelnen Bestände in der Mappe, ordnen Sie sie nicht immer. Und da müssen wir manchmal auch diejenigen, die unsere Sammlungen nutzen, disziplinieren, dass sie die Seiten in den Mappen entsprechend wieder in diese Mappe legen, so wie sie waren. Also wir können ja Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, die nicht vorbereitet sind. Also vor 2 Wochen war ich da auch in unseren Seelen und da hatte der Besucher wirklich Pech, weil ich gerade da eingetreten bin und diese einzelnen Seiten, die flogen fast wörtlich in der Luft herum beim Fotografieren. Aber wir müssen uns auch kümmern darum, dass diese Bestände erhalten bleiben und das nicht nur zu unseren Lebzeiten. Ja, ich glaube, ja, die erste Stunde haben wir fast verweilt mit meiner Erzählung. Ja, aber vielleicht noch eine Anmerkung zu unserer Zukunft. Bitte schauen Sie in den Medien genau auch auf das, was wir für unsere Bestände ständig gewinnen können, denn unser Quellenmaterial, Quellenbestände haben sich sehr verändert in den letzten Jahren. Gut, das ist vielleicht nicht so dynamisch wie vor 10 Jahren oder früher, als wir die Archive gesichert haben, vor allen Dingen, wenn es um die Archivare geht, die sich mit Quellen befassten, also im Exil oder des Untergrundes oder der Regierungsstrukturen im Exil und nicht nur. Wir haben diese Dokumente zusammengetragen, auch von Historikern, weil manchmal, und das sollte man vielleicht zum Schluss auch noch erwähnen, dass wir auch Bestände gewonnen haben und kommen ständig Archivbestände, die ein Nachlass unserer Kollegen Historiker sind, zum Beispiel Andrzej Chmielasz oder Cezary Chlebowski, deren Aktive, oder Genosse Nazarewicz, Tadeusz Jędruszczak auch, oder ein großes Archiv von Punat, Andrzej Krzysztof Punat, und man kann sagen, dass sein Lebenswerk Punat uns übergeben hat in unser Archiv. Wir haben schon diese Bestandsgruppen, die Stiftung des Archivs des Untergrund Polens, das betrifft also nicht nur den Untergrundstaat, sondern
dass die Bestände sind auch in so einem Zustand, dass sie entsprechend bearbeitet werden müssen, Konservierungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Also wir führen hier Arbeiten in diese Richtung und wir suchen auch nach verschiedenen Archivgruppen von André Tucholsky zum Beispiel. Ein Archiv über Katyn-Fragen ist plötzlich abhanden gekommen und keiner weiß, wo es ist. Und die letzten Gaben von Jaren von Zentkiewicz, das sind auch Beispiele für die Erweiterung unseres Bestandes der nationalen Bewegung, Tadeusz Bielecki, auch der Nationalen Front. Und bitte, also verfolgen Sie unsere Eintragungen auf verschiedenen sozialen Medien und nicht nur. Manchmal passiert es, dass wir eine Bestandsgruppe übernehmen, Sammlungen übernehmen und informieren, dass wir das schon in unseren Beständen haben, im Archiv der neuen Akten, aber nicht immer eignen sie sich zum Ausleihen oder zur Verfügungstellung. Manchmal also helfen wir auch, wenn jemand seine Doktorarbeit schreibt oder Magisterarbeit schreibt, dann versuchen wir auch natürlich in Form von Kopien diese Unterlagen und dieses Archivmaterial zugänglich zu machen, diesen Personen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wenn Sie Fragen haben. Und ich möchte natürlich Sie ja nicht entmutigen, indem ich sage, dass wir nicht mehr so die Zeit Matusalema-Zeiten haben in der Archivistik oder im Archivwesen, sondern wir haben wirklich viele Möglichkeiten, an Archivbestände zu kommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Direktor. Ich glaube, dass dieses Treffen nicht nur unser Wissen erweitert hat über die Bestände des Archivs für neue Akten, sondern auch sie angeregt hat, diese Dokumente zu nutzen. Ich habe hier einige Fragen gesammelt. Die erste Frage, ob das Archiv für neue Akte Dokumente hat über die deutsch-russischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit in den 20er Jahren. Ja, natürlich. Zum Beispiel Auswärtiges Amt und die Bestandsgruppen und auch die Auslandsvertretungen um unsere Grenze herum. Also das wären die grundlegenden Archivsammlungen, wenn es um die polnisch-sowjetischen Beziehungen geht. Die nächste Frage betrifft Informationen, die Sie angegeben haben, also Wadosch-Gruppe, Berner-Gruppe, und werden Sie diese Unterlagen, also werden Sie Unterlagen scannen, zum Beispiel aus der Türkei in Istanbul oder in Ankara? Beide haben auch in ihrer Obhut polnische Staatsbürger genommen in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ja. Natürlich, wir analysieren das Quellenmaterial in den Auslandsvertretungen und Angelegenheiten, die verbunden waren, wenn es um die Betreuung polnischer Staatsbürger geht. Alle haben Aktivitäten in diesem Bereich geführt. Ein Teil dieser Unterlagen wurde schon gescannt und so wie diese Auslandsvertretung in Bern. Das haben wir ja schon auf unserer Internetseite und stellen dieses erschlossen und das
stellen wir schon zur Verfügung. Die anderen Auslandsstellen sind etwas größer und dieser Prozess der Übergabe, das ist nicht einmal klicken, das sind relativ viele Daten und Dateien, das muss also etwas dauern, aber in den nächsten Wochen und Monaten werden Sie bestimmt also diese Bestandsgruppen auch auf dem Portal Shugai Archiva finden. Denn es ist wirklich wichtig, dass dieses zugänglich gemacht wird. Ich glaube, auch das Pilecki-Institut führt Untersuchungen diesbezüglich und diese wurden auch vor kurzem veröffentlicht. Also wichtig ist, dass das alles lebt und dass dieses auch sicher in den Beständen aufbewahrt wird. Nächste Frage unserer Zuschauer, das Archiv für also neue Akten. Sammeln Sie weiterhin aktuelle Unterlagen und Akten, die aus der Zeit, also das Archiv neuer Akten, ist Ihre Aufgabe auch das Sammeln von Dokumenten, die heute entstehen? Ja, also wenn man die Arbeit werten sollte der einzelnen Abteilung des Archivs, dann ist der Teil, das ist also die Abteilung 2, Archivaufsicht, also über 270 Institutionen, zentrale Ministerien, zentrale Behörden, zentrale Ämter oder andere Strukturen, wo der Staat auch Eigentümer ist. Ein wichtiger Teil unserer Aufgaben, das ist die Aufsicht über die Gestaltung der Archivbestände dieser Einrichtungen, dieser Institutionen, dieser Behörden. Also, dass sie entsprechende Dokumente in bestimmter Art und Weise in ihren Archiven aufbewahren und dann werden sie später übergeben in das Archiv der neuen Akten. Also jede Behörde, jedes Amt also hat von Amts wegen, von Gesetzes wegen bestimmte Aufgaben. Und wir übernehmen aber dann später die Bestände übernehmen und können bestimmte Bestände übernehmen. Wir können auch Kontrollen durchführen in den Archiven, bestimmte Dinge fordern, aber bei Privatpersonen können wir dieses nicht tun. Das ist auch der Unterschied. Also wir haben eine Aufgabe, andere Aufgabe, also den zentralen verschiedenen kleinen Behörden gegenüber. Das sind auch Sachen, mit denen wir uns befassen. Die nächste Frage, die aufgetaucht ist, das sind die Akten, die in den Ostarchiven sind, über die Zweite Republik Polen und den Zweiten Weltkrieg. Ist es geplant, dass das Archiv neuer Akten diese Bestände, die in den Ostarchiven sind, sich zu bemühen, also in den Strukturen, also in unseren Strukturen eine internationale Zusammenarbeit, also der Archive mit den Ostarchiven, also in der Ukraine und Weißrussland, das ist also die Generaldirektion des Nationalarchivs. Also die haben sich, also die Generaldirektion der staatlichen Archive haben sich bemüht, auch in Usbekistan, Kasachstan mit den Kollegen da auch Kontakt aufgenommen und auch also Archive, die verbunden waren, also mit den Strukturen der Sicherheitsdienste. Das sind, wie gesagt, auch die Unterschiede, also einerseits also im ehemaligen Kongress Polen und auch in den ehemaligen Ostgebieten. Wir sehen die Unterschiede, wie die Unterlagen, wie die Dokumente erhalten geblieben sind. Man sieht, wie das Thema angeht.
begangen worden ist. 100 Dokumente aus Kongress Polen, ein Dokument aus den östlichen Gebieten. Das ist so diese Skala, das Ausmaß. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage zu den alexandrinischen Mikrofilmen. Werden sie im Archiv der Neuen Akten aufbewahrt? Befinden sie sich auch im Bundesarchiv in Deutschland? Was die alexandrinischen Mikrofilme anbetrifft, sie befinden sich an drei Standorten in Polen, im Archiv der Neuen Akten, im Institut für Nationales Gedenken und im Historischen Institut des Heeres. Im Bundesarchiv, glaube ich, befinden sich die Originaldokumente, nicht Mikrofilme. Auf jeden Fall gab es so einen Moment in der Zeit, wo die deutschen Historikerinnen und Historiker nach Polen kamen, um die Mikrofilme einzusehen. Es war nämlich einfacher, sie hier in Polen einzusehen, als in anderen Teilen der Welt. Nächste Frage. Kann man auf irgendeine Art und Weise überprüfen, wann das Dokument von dem Archiv Neuer Akten übernommen wurde? Oder kann man das vielleicht auch so überprüfen, was in dem letzten Jahr übernommen wurde vom Archiv der Neuen Akten? Ja, Sie können das an der Nummerierung der Bestandsgruppen erkennen. Also so ungefähr gibt Ihnen die Nummer der Bestandsgruppe die Information, wann wir sie übernommen haben. Man kann natürlich eine genauere Recherche machen. Es gibt aber keine Möglichkeit, auf dem Webportal Szukaj Archiwach das zu checken. Also in dem Webportal finden Sie die Informationen nicht. Also ich würde Ihnen empfehlen, dann unsere Internetseiten etwas genauer zu analysieren. Wir informieren auch nicht über jede Bestandsgruppe. Das wäre dann einfach langweilig, denn wir haben interessante, wichtige Bestandsgruppen, die alle paar Tage zu uns kommen. Also Sie würden dann wirklich nervös werden, wenn Sie das Wort Archiv der Neuen Akten hören würden, diesen Begriff. Also von Zeit zu Zeit melden wir uns, machen darauf aufmerksam, dass wir neue Unterlagen haben. Wenn sich jemand sehr dafür interessiert, dann gibt es die Möglichkeit, im Webportal Szukaj Archiwach Informationen zu erhalten. Aber bitte bedenken Sie auch, es gibt sowas wie Berichte des Archivs der Neuen Akten und die Überlieferungsverfahren sind hier von Bedeutung, insbesondere soziale Organisationen, Vereine, Privatpersonen, die uns etwas überliefern, tun das nicht mit einem Schritt, sondern es gibt hier verschiedene Bestandteile, verschiedene Grauzonen sozusagen. Denn manchmal kommt jemand zu uns und sagt, hier ist eine Aktenmappe und ich werde gleich die nächste Aktenmappe liefern, aber die kommt dann erst in einigen Monaten. Das heißt, die Einrichtungen, die nicht verpflichtet sind, ihre Unterlagen dann zur Überlieferung vorbereiten, die führen ja auch keine Forschungen, keine Untersuchungen durch. Zum Beispiel die staatlichen Behörden müssen auch die Akten auf Pilze untersuchen. Ich habe gehört, dass im Ausland privater Nachlass nur dann aufgenommen wird, wenn ein entsprechendes Inventar mitgeliefert wird und eine Bescheinigung vorgestellt wird, dass diese Unterlagen pilzfrei sind.
Also wenn wir das auf diese Art und Weise machen würden, dann würden die Menschen einfach die alten Dokumente in den Müll werfen, weil das zu aufwendig wäre. Wir haben auch davon gehört, dass jemand bei der Renovierung seiner Wohnung auch die Akten weggeworfen hat. Also man muss hier ein bisschen Vorstellungskraft haben. Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wenden wir die folgende Weise an. Wir arbeiten zusammen mit nichtstaatlichen Einrichtungen und ich glaube, die Zusammenarbeit ist optimal. In den letzten 25 Jahren hat das auch wirklich zu guten Ergebnissen geführt. Wir waren erfolgreich, wir haben Vertrauen aufgebaut gegenüber unserem Archiv, wir hatten gar nicht so viele Probleme. Natürlich, Probleme kommen manchmal vor, die muss man dann lösen, aber immerhin handelt es sich um einen Bruchteil. Ich glaube, das Modus operandi unseres Archivs ist wirklich erfolgreich. Ich möchte es anderen Archiven empfehlen. Bitte entschuldigen Sie hier, dass ich mich selbst so lobe, mein Archiv selbst so lobe. Auf unsere Vorgehensweise ist gut für uns, aber auch für die Stiftung Kata, für das Pilecki-Institut und so weiter. Wir haben jahrelange Erfahrung. Unser Modus operandi hat sich bewährt. Auch wenn Probleme ab und zu aufgetreten sind, haben Sie unsere Angehensweise nicht in Frage gestellt. Wir werden weiterhin uns bemühen, das Schriftgut entsprechend aufzubewahren und zu retten. Wir befassen uns jetzt mit Dokumenten aus den 90er Jahren. Die Archive von unten widmen sich jetzt vor allem den 80er Jahren und wir arbeiten jetzt mit Persönlichkeiten der 90er Jahre. Wir sehen, dass wir uns in der neuesten Geschichte bewegen. Und auch wenn im polnischen Fernsehen appelliert wird, bitte stellen Sie Ihre Archive uns zur Verfügung, dann bringt das nicht viel. Der Erfolg des Archivs der neuen Akten ist darauf zurückzuführen, dass wir nach Sammlungen gesucht haben, nach Quellen gesucht haben, in persönlichen Kontakten, in verschiedenen Literaturverzeichnissen. Wir haben uns direkt mit Zeitzeugen unterhalten und gleichzeitig haben wir Informationskampagnen durchgeführt. Wir wollten, dass Kontaktpersonen auch bekannt gegeben werden und so, dass wir aktiv Dokumente gewinnen konnten. Also es reicht nicht, sich einfach zurückzulehnen und zu warten, bis jemand seine Akten an uns bringt. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Es gibt noch eine Frage zur Hoover Institution. Gibt es vielleicht Pläne im Webportal Szukaj Archiwach weitere Polonika in digitaler Form zur Verfügung zu stellen? Ja, wir versuchen die ganze Zeit mit der Hoover Institution zusammenzuarbeiten und wir möchten die Sammlung so weit wie es geht zur Verfügung zu stellen. Es gibt Probleme anderer Art. Herr Maciej Siekierski hat in der Institution lange Jahre gearbeitet, ist aber dort nicht mehr da und wir brauchen seinen Nachfolger. Ich kann mich noch erinnern, als ich junger Mitarbeiter des Archivs war, da war eine Delegation der Hoover Institution bei uns mit dem Enkel von Hoover selbst. Wir haben eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen. Dann konnte das Webportal Szukaj Archiwach ergänzt werden. Wir haben dann eine digitale Seite von Andrzej Pomian
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zur Verfügung stellen können. Wir haben auch die Sammlung von Stefan Korbojski zur Verfügung stellen können, aber die Bestände der Hoover Institution sind sehr groß. Und dort gibt es auch Dokumente, die sich im Archiv der neuen Akten befinden sollten, denn die polnischen Dokumente wurden aus Polen exportiert sozusagen und wir müssen erst daran arbeiten, alles wiederzufinden. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage zur Zusammenarbeit mit der römischen päpstlichen Institution für Kirchenstudien. Es gibt dort Dokumente der polnischen Botschaft von der polnischen Botschaft in Vatikan. In der Tat, es handelt sich hier um sehr wichtige Dokumente, die sogenannten Pappel-Dokumente. Und soviel ich weiß, hat das Institut für Nationales Gedenken bereits sich damit befasst. Naja, die Corona-Zeit und die Pandemie hat hier viele Hürden gesetzt. Die Arbeit ist viel schwieriger, was die Kooperation mit Emigrationseinrichtungen anbetrifft. Man kann wirklich nicht alles am Telefon besprechen. Das heißt, die Dokumentation wird weiter in unser Archiv überliefert. Wir haben Dokumente aus Los Angeles, aus Köln, aus London bekommen, aber es ist was anderes, über das polnische Außenministerium mit der polnischen LOT die Unterlagen zu transportieren und was anderes, einiges zu erledigen. Selbstverständlich hat das polnische Kulturministerium seine Kompetenzen, die ausgeschöpft werden müssen. Ich werde hier nichts verraten. Es ist uns gelungen, einige sehr interessanten Quellen zu bekommen. Ich kann leider nichts mehr dazu sagen, aber Herr Direktor Kostro hat schon öffentlich gesagt, dass die Sammlung vom Botschafter Michał Sokolnicki aus der Türkei eingetroffen sind und in den nächsten Wochen werden sie im Archiv der neuen Akten zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Noch eine Frage aus dem Chat. In Deutschland sieht die Situation so aus, dass das BSTU-Archiv und das Militärarchiv dem Bundesarchiv angeschlossen worden sind. Gibt es Pläne in Polen, die Militärarchive mit dem Archiv der neuen Akten zu vereinen, so wie das in Deutschland sozusagen passiert ist? Ich vermute, Sie kennen die Antwort. Ich würde bei meinen Befugnissen als Direktor des Archivs neuer Akten bleiben. Es ist schwer für mich, das zu kommentieren. Das entscheiden meine Vorgesetzten, also der Ministerpräsident, das polnische Kulturministerium sind hier zuständig. Ich kann das nur wie folgt kommentieren. Sie sehen, es gibt ein Wirrwarr oder ein Chaos, der durch das kommunistische System geschaffen wurde. Was ist der Unterschied zwischen Polen und Deutschland? Es gab ja die Gauk-Behörde in Deutschland und die Gauk-Behörde befasste sich nicht mit der Vorzeit sozusagen, aber das Archiv der neuen Akten befasst sich mit dem Ersten Weltkrieg, mit den polnischen Legionen, also mit Ereignissen, die noch weiter in der Geschichte liegen. Das heißt, einige von uns mögen sich an die 90er Jahre erinnern, so wie ich zum Beispiel. Damals, zu Zeiten von Staatspräsident Kwaśniewski, hat man davon gesprochen, dass das Institut für Nationales Gedenken aufgelöst werden soll und die Archive an uns überliefert werden sollten. Es gab solche Pläne, aber ich entscheide darüber nicht. Vielen Dank.
Was die Bestände des Archivs neuer Akten anbetrifft, da haben wir noch eine Frage. Gibt es vielleicht irgendwelche Sammlungen, die zu wenig genutzt werden? Vielleicht wissen die Forscherinnen und Forscher des Zweiten Weltkriegs gar nicht, dass gewisse Sammlungen und Unterlagen im Archiv der neuen Akten zu finden sind. Ja, so wie ich es früher gesagt habe, zum Beispiel das Generalgouvernement und die Besatzungsbehörden. Das ist ein Beispiel. Die alexandrinischen Mikrofilme sind eine Fundgrube. Aber die Forscherinnen und Forscher kennen nicht alle die Quellen und sie sprechen nicht alle Deutsch. Also die Deutschkenntnisse sind nicht unbedingt ausreichend, um die deutsche Kurrenta zum Beispiel zu lesen. Oder es gibt noch andere Hürden und deshalb finden wir in den Veröffentlichungen so wenig Hinweise auf diese Besatzungsdokumente. Ich kenne wirklich nur wenige Historikerinnen und Historiker, die sich mit der Untergrund, mit dem Untergrundstaat befassen und ausreichende Deutschkenntnisse haben. Herr Direktor, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag, für die Antworten auf die Fragen unserer Teilnehmer. Ich möchte hier noch ein Dankeschön von Alexandra Bach-Sawalski weitergeben. Auch unsere Archivare aus dem Pilecki-Institut möchten sich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und Ihnen gratulieren, dass die Depeschen der polnischen Gesandtschaft in Bern digitalisiert worden sind. Wir bedanken uns als Institut für diese schwere Arbeit. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme an unserem Online-Seminar. Ich glaube, Sie konnten vieles erfahren über das Archiv der neuen Akten und ich hoffe, wir haben Sie angeregt, diese Sammlungen in Anspruch zu nehmen. Nicht sehr oft werden einige Teile dieser Sammlung genutzt, aber ich möchte Sie jetzt zur nächsten Online-Veranstaltung im Rahmen unserer Seminarreihe Festung Archiv einladen. Bitte folgen Sie uns in den Social Medien. Wir werden Sie informieren über weitere Veranstaltungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Direktor, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.